Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu meinem nächsten Video. Etwas verspätet möchte ich euch heute dann doch noch das Monatsupdate aufnehmen. Ja, heute in anderer Umgebung. Es ist hier mein ganzes Stickzeug und was ich hier so brauche. Also ja, seid nicht irritiert. Ich kann ja mal die Lampe etwas wegbiegen. Ja, ich bin jetzt hier unten in meiner Lagerstadt. Ja. Dazu im Live-Update vielleicht noch etwas mehr, aber die meisten werden es ja schon in meinem Community-Post gelesen haben oder auf anderem Wege vielleicht erfahren haben, dass ich mir das Schienbein gebrochen habe und deswegen sitze ich jetzt hier unten die meiste Zeit auf der Couch und liege und fahre mit meinem, ich nenne es Klomobil, durch die Gegend. Also mein Schreibtischstuhl, mit dem fahre ich hier so durch die Gegend, weil mit Krücken ist es mir viel zu wackelig, da ich den Fuß jetzt einfach die ersten 6 Wochen gar nicht belasten darf. Beziehungsweise das Bein, der Fuß ist ja in Ordnung. Naja, ich habe jetzt hier so eine Streckbandage, deswegen, ja, falls ich mich dann mal so ein bisschen umsetzen muss oder so, dann lasst euch nicht davon stören. Ich habe euch auch gar nicht so viel zu zeigen, weil ich einfach lange im Krankenhaus war und da irgendwie alles andere als Lust auf Sticken hatte. Aber ich zeige euch auf jeden Fall, was letzten Monat so geworden ist. Ich hoffe, ich habe jetzt hier alles liegen. Wenn nicht, dann nicht. Aber ich glaube, ich habe hier alles liegen. Zur Info, ich habe auf jeden Fall auch ein paar mehr Sachen gestickt als das, was ich euch jetzt zeige. Aber das zeige ich euch dann erst im Laufe des Stick-Adventskalenders, von dem ihr vielleicht schon gehört habt. Es ist ja so, dass wir Stickerinnen auf YouTube uns zusammengetan haben und einen Adventskalender für euch zur Verfügung stellen, sodass ihr jeden Tag mit einem YouTuber sozusagen durch den Advent kommt. Und ich würde euch dann in der Beschreibung auch mal die bisherigen Türchen, heute ist ja der 4., würde ich euch mal verlinken und vielleicht auch denjenigen, der morgen dran ist. Und die restlichen Türchen sind ja dann in den jeweiligen Videos immer mit verlinkt. Wenn ich es schaffe, kann ich ja auch einfach alle Kanäle verlinken, die bei dieser Aktion mitmachen. Aber das würde ich vielleicht eher dann in meinem, achso, nee, also mein Türchen ist das 23., deswegen bringt es nicht viel, wenn ich da dann erst alle verlinke. Ja, also vielleicht verlinke ich euch jetzt hier unter dem Monatsupdate schon mal alle Kanäle, dann könnt ihr dort schon mal spickeln gehen und schon mal schauen, wer alles dabei ist. Und ja, dann findet ihr auf jeden Fall alle wieder. Womit fangen wir an? Ich fange mal mit dem hier an. Und zwar, oh, ich muss mich hier ein bisschen sortieren. Ihr tut mir ein bisschen leid. Also, ihr könnt euch ja vielleicht erinnern, dass ich vor einiger Zeit das Projekt angefangen habe von Final Fantasy. Ich kann euch ja vielleicht, oh Gott, wie mache ich das? Blende ich das jetzt hier oder hier ein? Naja, irgendwo werde ich es euch einblenden. Und zwar sind das mehrere Porträts und ich sticke ja das eine Porträt von Squall aus Final Fantasy 8. Und da bin ich jetzt mittlerweile so weit. Also es ist ein bisschen was passiert. Ich hatte hier hauptsächlich die Haut von der Wange, ist das glaube ich, habe ich gestickt. Und ich finde, es sieht halt mega aus. Das Ding ist, es dauert halt ultra lange und ihr seht schon, dass es wahnsinnig viel Konfetti ist. Also alleine hier in der Haut sind bestimmt 5 verschiedene Farbtöne, wenn nicht sogar mehr. Also das ist echt krass. Und hier ist das Auge auch. Ja, also es ist wirklich ultra anstrengend zu sticken. Aber es macht auch echt irgendwie viel Spaß, weil diese Farbverläufe so toll aussehen. Also ich weiß wie gesagt nicht, ob man das so toll sieht. Habe ich hier irgendwas zum Dahinterhalten? Wahrscheinlich nicht. Moment. Ist jetzt alles ein bisschen improvisiert. Oh, wartet, ihr dürft die Stickschrift nicht sehen. Ja, also, falls ihr das sehen könnt, die Farbverläufe sind halt mega krass.
Fällt dir das so besser? Ja, also der Farbverlauf im Gesicht ist schon mega krass. Ich finde es richtig schön. Aber ja, ist halt, wie gesagt, etwas zeitaufwendig. Und deswegen also ich habe dann auch nicht mehr weiter gestickt, weil ich dann zu anderen Ufern aufgebrochen bin. Das, was ich erledigt habe, kann ich ja da hochlegen. Dann habe ich einen Neustart gemacht. Da bin ich aber überhaupt nicht weit gekommen. Also man sieht eigentlich praktisch nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts, könnte man sagen. Und zwar habe ich hier genau in der Mitte angefangen. Ein Riesenstück Stoff. Und ich habe, kann ich euch zeigen, den Stoff hat übrigens Mika's Stitch, also die liebe Michaela auf Etsy gefärbt, auf meinen Wunsch. Ja, also das ist alles, was ich bisher gestickt habe, die paar Stiche. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ist das für ein Projekt? Ja, und zwar habe ich bei der lieben Corinna von Stickliesel, habe ich vor einiger Zeit, na komm schon, die Bella Filipina Snow White und Alice gesehen. Und ich finde die Stofffarbe hier so toll, dass ich der lieben Michaela gesagt habe, ob sie das vielleicht so nachfärben kann. Und jetzt, also jetzt mal ehrlich, wie toll hat sie das bitte gemacht? Also das ist wirklich genau der Farbton. Ja, schaut euch das an. Es ist einfach auch die Marmorierung. Das, klar, durch das Licht sieht es jetzt nicht so aus, aber es ist wirklich haargenau das, was hier abgebildet ist, hat sie mir nachgefärbt. Also mega. Ich kann den Shop nur empfehlen, verlinke ich euch unten. Die ist so lieb und man kann da praktisch mit jedem Wunsch hingehen. Ja, und ich hatte voll Bock drauf, weil jetzt halt Weihnachtszeit ist und Weihnachtszeit ist ja auch Märchenzeit und dann dachte ich, fange ich das an. Ja, aber ich bin eben nicht weit gekommen. Nach den paar Stichen, ich weiß gar nicht, was mir da dazwischen gekommen ist. Ja, und für Alice also Alice ist eigentlich auf so einem dunkleren Hintergrund, ich glaube so einem grünen Petrol gestickt. Also auf dem Cover abgebildet von Bella Filipina. Ich habe mir aber tatsächlich für Alice auch diesen Stoff hier bestellt, sodass das halt einheitlich dann an der Wand aussieht, dass die beide auf dem gleichen Stoff sind. Ja, dann habe ich euch ja letztens schon gezeigt, auch von Final Fantasy, den Kaktor. Ich guck mal, ob ich das Bild hier noch habe. Diesen Kaktor, was ja ein Monster aus dem Final Fantasy Universum ist. Und diesen Kaktor habe ich angefangen zu sticken und habe den Mund fertig bekommen. Also ich habe ihn auf grün. Ich möchte gerne ein Kissen draus machen. Und ich habe jetzt auf dem grünen Stoff hier mal angefangen und will dann halt sozusagen auf dem oder so rum. Ich glaube, so rum habe ich. Ja, genau. Also der Mund ist fertig. Das ist nicht viel, aber ich habe immerhin was geschafft. Und ich möchte auf jeden Fall das auf dieses Stück Stoff halt sticken und dann mit einem anderen Stoff oder mit dem gleichen Stoff ein Kissen machen. Und ich weiß halt noch nicht, ob ich den gleichen Stoff nutze, um sozusagen eine Rückseite selbst zu sticken, also sozusagen wie seitenverkehrt ohne Gesicht. Falls ihr wisst, was ich meine, also praktisch die Rückseite des Kaktors mir selbst entwerfe. Oder ob ich halt dort einfach einen ganz anderen Stoff dahinter mache oder eben nur einfarbig, weil es ja ein Kissen ist. Aber ich fände es halt schon cool, wenn ich das hinkriegen würde, dass das die Rückseite ist. Aber die müsste halt komplett gespiegelt sein. Ja, kriegt man ja vielleicht hin. Mal gucken. Also das habe ich mir noch nicht so richtig ausgedacht. Ja, und jetzt kommen wir zu den zwei Stitch-Alongs. Ach nein, stimmt nicht. Ich habe noch was anderes vor den zwei Stitch-Alongs. Entschuldigt bitte. Sag ja, es ist ja alles ein bisschen
bisschen Highlife-mäßig heute, aber das, ja, ihr versteht das sicherlich. Ich habe meinen Mann hochgeschickt, der muss die Stickprojekte raussuchen. Ich bin froh, dass das geklappt hat. Und zwar habe ich euch ja von dem Projekt erzählt, was ich für die Mama meiner verstorbenen Freundin sticken möchte. Das ist ja dieses von DMC. Also das ist ja so ein Mond mit den Silhouetten von Blumen und das ist mit Perlgarn gestickt, mit normalem Perlgarn von DMC, aber auch mit Metallic Perlgarn. Und das ist echt herausfordernd, aber echt schön. Ja, und ich bin jetzt so weit. Also, oh, warte, da muss ich wirklich was dahinter halten. Oh, was halte ich jetzt hier dahinter? Reicht das, wenn ich das hier dahinter halte? Ja. So, so weit bin ich jetzt. Also, ich habe die Silhouetten der Blumen jetzt schon zur Hälfte. Und ich habe hier das Metallic Garn, ist dieses silberne hier. Und dann habe ich den Himmel eben auch schon ein bisschen in den unterschiedlichen Schattierungen angefangen. Ja. Also das Metallic Garn sieht echt toll aus, aber es ist natürlich, so wie immer bei Metallic Garn, relativ schwer zu sticken. Also man muss sich Zeit lassen. Aber ich finde, es ist schon richtig toll. Also mir gefällt es jetzt mittlerweile schon richtig gut. Und ich denke, wenn es fertig ist, oh, das seht ihr so schlecht durch die Falten und durch die Beleuchtung hier. Ich kann natürlich mal was versuchen. Ach, komme ich da ran? Ich dachte, hier wäre doch irgendwo. Wartet mal kurz. Ich hatte hier nämlich eigentlich irgendwo. Ich versuche mal, ob das was bringt. Ich habe hier nämlich ein neues Stativ. Bringt das was? Nee, ne? Weiß nicht, oder doch? Da ist nämlich eine Beleuchtung dran. Ja, also ich hoffe, ihr seht es einigermaßen. Ne? Ist doch schicki. Sieht richtig gut aus. Also ich mag es wirklich furchtbar gerne, das Projekt. Ist aber, wie gesagt, ein bisschen anstrengend zu sticken. Also das Perlgarn an sich sieht ultra schön aus, weil es viel mehr glänzt. Und dieses Metallic-Garn, das leuchtet richtig. Das ist hier auf dem Video nicht ansatzweise rübergekommen. Das ist so, das wirklich, das ballert richtig aus diesem dunklen Stoff raus. Aber ja. Anstrengend zu sticken. Es geht nur langsam voran. Und da habe ich auch tatsächlich ziemlich lange dran gesessen. Und ja, jetzt kommen zu den zwei Stitch-Alongs, bei denen ich gnadenlos hinterherhinke. Das werde ich heute vielleicht mal angehen, mal gucken. Ich hatte jetzt auch einfach keine Lust. Also ich sag's euch ehrlich, das ist ja genau. Also die Schatzinsel. Ihr kennt sie ja mittlerweile. Ist ja, es geht hier dem Ende entgegen. Und hier unten war ja letztens der Ben Gunn gestickt worden. Seht ihr den ja hier? Und auf der anderen Seite ist jetzt eigentlich schon der neue Teil rausgekommen. Oh Gott, wie mache ich das denn? Also hier unten ist jetzt eigentlich unter der Windrose schon der nächste. Den habe ich noch nicht gestickt. Und der nächste, der dort unten hinkommt, das soll Captain Flint sein. Und jetzt habe ich immer noch die Frage, wer ist das mit den gestreiften Hosen? Ist das jetzt Israel Hands oder wer soll das sein? Also, das ist halt blöd, dass Old Forest Embroidery gerade zu dieser Person keinen Post rausgebracht hat. Alle anderen konnte ich mir erschließen. Ich meine, den blinden Pew konnte man an seiner Augenbinde erkennen. Ja, oder Long John Silver an seinem Stock und so, das ist alles okay. Und Ben Gunner kennt man ja auch daran, dass er so verlottert ist und weil er dort auf der Insel zurückgelassen wurde. Aber wer jetzt dieser Typ in den gestreiften Hosen sein soll, ne, keine Ahnung. Also,
Es kann nur Israel Hands sein. Es muss ja einer von den Bösen, also von den Piraten sein. Ben Gunn ist zwar auch eigentlich ein Pirat, aber wie gesagt, wurde der auf der Insel zurückgelassen und ist dann eher auf der Seite der Guten. Ja, wäre cool, wenn Allforest und Bridery das noch aufklärt. Sie haben mir nicht geantwortet. Ich habe sie angeschrieben. Auf beiden Kanälen, also auf dem Originalen und auf dem Englischen. Ich habe keine Antwort erhalten. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen uncool. Das ist jetzt nicht so tolles Fanmanagement. Ich würde das echt gern wissen. Ich bin super neugierig, wer das jetzt sein soll. Also, was sie sich dabei gedacht haben, wer das ist. Also, wer mehr weiß, kann mich gerne aufschlauen. Ansonsten werde ich wohl etwas hartnäckig sein und nochmal nachfragen, weil ich würde es halt einfach gern wissen. Ja, der zweite Stitch-Along, an dem ich dann halt etwas abgestorben bin durch die äußeren Umstände, ist der Pixel Dragon Stitch-Along von Flossy Fox Shop. Da habe ich mit der lieben Sarah Rex zeitgleich angefangen. Soweit bin ich. Oh, warte, da muss ich auch was dahinter halten. So weit bin ich jetzt mittlerweile. Ja. Das ist immer noch der erste Teil. Also es kommt ja einmal im Monat einer raus. Und ja, dieser erste Teil. Ich muss wirklich die ganze Zeit was dahinter halten, ne? Das ist ja krass. Dieser erste Teil war. Also ich finde es mega schön, weil ich habe. Also bin auch mit der Stoffauswahl super zufrieden. Und dieser Farbverlauf, der dann hier in den Outlines, also in diesen äußeren Linien passiert, ist halt toll. Weil ich habe jetzt alle blauen Außenlinien gestickt, aber hier unten geht es dann noch lila weiter. Und jetzt kam halt schon der nächste Teil raus, der dann sich unten drunter anschließt. Aber wie gesagt, ich bin nicht mehr mit dem ersten fertig geworden, weil ich dann halt im Krankenhaus war. Ja, und das ist eigentlich auch schon alles, was ich gestickt habe. Also sehr viel ist nicht geworden. Ich bin, wie gesagt, bei den Stitch-Alongs, da bin ich ein bisschen traurig drüber, bin ich hätte halt jetzt komplett rausgerissen worden. Aber das hilft jetzt alles nichts. Ich mache mal die Lampe wieder aus. Die stören mich sonst ein bisschen. Moment. Oh, ist immer Training, weil das Bein immer die ganze Zeit gerade ist. Ich kann mich manchmal gar nicht so weit vorlehnen. Naja, das ärgert mich ein bisschen, dass ich da so abgestorben bin. Ich hatte jetzt auch, ich bin jetzt die. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich bin jetzt 1,5 Wochen oder so zu Hause. Aber die erste Zeit habe ich nur geschlafen. Also ich habe kaum gestickt. Und das, was ich gestickt habe, das zeige ich euch, wie gesagt, dann erst im Adventskalendertürchen. Weil ich dann natürlich ein bisschen vorarbeiten wollte. Da habe ich schon vor dem Beinbruch angefangen und da habe ich ab und zu ein bisschen jetzt was dran gemacht. Und ja, ich will euch das halt nicht vorwegnehmen, das ist irgendwie Quatsch. Also dann bringt das Adventskalendertürchen ja nichts. Ich hoffe, dass euch das trotzdem Freude macht, auch wenn es einen Tag vor Weihnachten ist. Ich habe da wirklich was sehr Besonderes geplant. Das wird wahrscheinlich auch ein relativ langes Video. Also für alle, die dann in der Weihnachtszeit noch ein bisschen Zeit haben zu sticken und sich nebenbei was anzugucken. Oder vielleicht auch, wenn dann der Weihnachtstrubel vorbei ist und dann diese ruhigeren Tage zwischen Weihnachten und Silvester vielleicht kommen. Ja, da habe ich dann auf jeden Fall dieses Video, das Adventskalender-Türchen für euch. Wie gesagt, arbeite ich da momentan noch dran. Immer mal wieder, weil. Ich muss das halt energietechnisch abklären. Ja, genau. Also das sind die Stickneuigkeiten. Für alle, die es jetzt nicht interessiert, jetzt kommt das Live-Update. Die können jetzt auch gern abschalten. Ansonsten gibt es jetzt noch ein kurzes Update und dann werde ich mich wieder verkrümeln. Aber mir war es wichtig, dass ich das Monatsupdate wenigstens irgendwie euch zur Verfügung stelle, auch wenn es nicht so viel ist. Und ich mich mal melde, dass es mir den Umständen entsprechend gut geht. Ja. Ja, was habe ich zu berichten? Also, eigentlich wollte ich euch an dieser Stelle ja voller Vorfreude halt nochmal von der Botschaftertätigkeit erzählen. Aber das ist jetzt auch alles flach gefallen. Eigentlich sollte eine Fotografin kommen.
Ich bin ja jetzt Patientenbotschafterin für meine Krankheit. Für alle, die, also es wurde sich mal gewünscht, ich sage es jetzt deshalb wie immer dazu. Ich habe letztes Jahr eine schwere Nervenerkrankung durch Covid bekommen. Die nennt sich CEDP und ist relativ selten, aber kommt halt durchaus, sage ich mal, ab und zu vor. Und das ist halt sehr wichtig, über sowas aufzuklären, weil es auch noch andere Nervenerkrankungen gibt, die durch Covid ausgelöst werden können oder getriggert werden können, die halt durchaus häufiger sind. Und ich wurde halt angefragt, ob ich Patientenbotschafterin sein möchte, weil ich an so einem Forschungsinterview teilgenommen hatte und habe das halt mit Freuden angenommen, weil es mir halt wirklich ein Herzensanliegen ist, darüber aufzuklären, darauf aufmerksam zu machen. Vorurteile abzubauen. Schließlich ist es so, dass ich mittlerweile offiziell gehbehindert bin dadurch und es ist mir halt wichtig, einfach zu zeigen, dass man trotzdem ein gutes Leben damit führen kann. Das Leben ist trotzdem noch schön, aber man hat halt auch einfach mit ziemlich vielen Widerständen zu kämpfen und mit ziemlich vielen Stolpersteinen im wahrsten Sinne des Wortes und deshalb, ja. Bin ich froh, dass ich diese Botschaftertätigkeit annehmen konnte. Und ich hoffe halt sehr, dass sich in den nächsten Jahren da auch einiges noch verändern wird. Einmal das Thema Inklusion oder auch das Thema, wenn man jung und erkrankt ist. Das ist auch für viele nicht so ein einfaches Thema, habe ich festgestellt. Viele können sich nicht vorstellen, dass junge Menschen auch schwere Krankheiten haben können. Da wird man halt auch häufig so ein bisschen belächelt. Ja, auch dieser Vorurteilabbau bei Ärzten finde ich super wichtig. Deswegen bin ich froh, dass wir die Möglichkeit bekommen, auch auf Kongressen zu sprechen. Aber das ist jetzt alles erstmal ein bisschen auf Eis gelegt, weil, ja, wie beschreibe ich das? Also mein Babyhamster kam gerade zu mir. Ich hatte mich super gefreut. Hamlet geht's übrigens gut. Ich kann euch ein paar Bilder gern einblenden. Der macht sich ganz prächtig, der ist auch super mutig und macht die Eingewöhnung auch total gut mit. Also er ist super schnell so im Lernen und im, sag ich mal, Zähmen. Also er ist jetzt schon futterzahm und frisst aus der Hand und er kommt dann auch mit seinen Pfötchen dann auf die Hand und erkundet die mal ein bisschen. Also ich bin super stolz irgendwie auf ihn, dass er das so gut macht. Normalerweise lässt man die Hamster sind eigentlich eher scheu und die lässt man eigentlich die ersten 3 Wochen auch erstmal so ein bisschen in Ruhe, dass die halt erstmal ankommen können und ihr Revier sich, sag ich mal, da so ein bisschen gemütlich machen. Aber bei ihm war das von Anfang an so, dass er sehr, sehr selbstbewusst war. Also er hatte wenig Scheu vor dieser neuen Umgebung, hat die erkundet, hat alles eingeweiht und dann war das seins. Also die Züchterin hatte vorher schon gesagt, dass er der Selbstbewussteste und so ein bisschen der Anführer dort in dem Wurf war. Und das merkt man ihm halt auch an. Also er ist wirklich ein sehr, sehr mutiger kleiner Kerl und er macht uns sehr viel Freude. Ja, also das ist wirklich super süß, ihn dabei zu beobachten, wie er sich jetzt hier einlebt. Das neue Gehege kommt dann demnächst auch und dann hat er noch mal mehr Platz, vor allem zum Graben. Er gräbt nämlich unheimlich gern. Also er ist jetzt nicht so der Nager, sag ich mal so, der jetzt alles annagen muss oder so, sondern er gräbt halt einfach viel, viel mehr. Und das ist jetzt natürlich in diesem Übergangsgehege, ja, es geht optimaler, drücken wir es so aus. Und ich freue mich einfach, wenn er dann das fertige Gehege hat. Aber zur Eingewöhnung war dieses kleinere Gehege jetzt ganz cool. Da wusste man zumindest immer, wo er ist und hat relativ schnell halt auch mitbekommen, Verzeihung, hat relativ schnell mitbekommen, wenn er wach war. Ja, und dann konnte ich halt immer davor rollen. Ja, also er stört sich auch an vielen Geräuschen gar nicht und kommt auch super damit klar, wenn hier ein paar Leute durchlaufen. Er ist einfach super entspannt und das schätze ich gerade sehr. Es ist einfach sehr unkompliziert mit ihm und ja, er ist eine kleine Schnarchnase, logischerweise, weil es ist ein Hamster, er schläft halt viel. Ja, und sehr verfressen, typisch Hamster.
aber super süß. Also wir haben sehr viel Freude mit ihm. Und er war, wie gesagt, gerade erst einen Tag da. Da habe ich Essen in der Küche gemacht und wir vermuten mittlerweile, dass etwas Öl aus der Pfanne gespritzt ist auf dem Boden. Anders kann ich es mir tatsächlich irgendwie nicht erklären. Ich bin nämlich, als ich dann dort langgelaufen bin, mit dem Fuß nach vorne weggerutscht, aber sehr, sehr ruckartig. Also es war super rutschig. Ich weiß, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur Wasser war. Ich hatte zwar vorher eine Gurke abgewaschen und wahrscheinlich ein bisschen getropft, aber also das muss, wenn ich so weggerutscht wäre, ja, das wäre fast wie Aquaplaning gewesen. Also keine Ahnung, es war auf jeden Fall sehr ruckartig. Ich habe dann ein komisches Geräusch gehört, so wie wenn man so ein Sägeblatt so schüttelt, dann macht das ja so und sowas habe ich gehört und dann einen Knall. Und ich habe aber dann gesessen auf dem Fußboden und habe dann halt gedacht, das war einfach nur der Aufprall, dass vielleicht die Zähne aufeinander geschlagen sind oder irgend sowas, keine Ahnung. Man weiß ja immer nie so richtig, wie was passiert, weil das immer alles so schnell geht. Und dann saß ich da halt und es war eigentlich alles in Ordnung so, ne? Also mir ging es da jetzt nicht ultra schlecht direkt. Und ich dachte dann, naja, gut, dann stehe ich jetzt mal wieder auf. Aber ich konnte halt nicht aufstehen. Das tat unheimlich weh. Und das Problem war ja aber, das Essen stand auf dem Herd, ne? Und ich kam da nicht ran. Also habe ich versucht, von unten die Pfanne irgendwie nach hinten zu stoßen und habe alle Herdplatten ausgemacht, weil ich halt Angst hatte, wenn ich jetzt hier nicht aufstehen kann und ich war alleine zu Hause und dann fängt es an zu brennen, dann kann ich halt nichts machen. Also was soll ich da machen, wenn ich nicht aufstehen kann, ne? Also ich war dann schon so ein bisschen alarmiert. Und es ist ja doch, dauert nicht so lange, bis irgendwas richtig anfängt zu qualmen und zu brennen. Und ja, dann habe ich da unten halt gesessen und war erstmal so ein bisschen ratlos. Ich habe dann gedacht, ich tue mich auf so einen Stuhl irgendwie so rücklings hochstützen. Konnte ich alles vergessen, es tat viel zu sehr weh. Ich konnte aber das Bein auch noch anwinkeln und so, das ging alles. Also wahrscheinlich durchs Adrenalin. Ich habe nicht gedacht, dass da irgendwas kaputt ist, weil es halt alles beweglich war. Ich habe halt gedacht, weil es so weh tat, dass es vielleicht wieder eine Bänderdehnung ist, weil das hatte ich halt schon mal letztes Jahr, als ich die Treppe runtergestürzt bin. Da hatte ich mir ja im Fuß die Bänder so gedehnt und da habe ich auch jetzt noch Probleme. Ja. Und dann wurde, also hatte ich mega Glück, dass mein Handy auf dem Küchentisch lag, weil der niedriger ist und da kam ich halt ran. Hätte ich das auf die Arbeitsplatte gelegt, dann hätte ich echt ein Problem gehabt. Also dann hätte ich mich wahrscheinlich bis ins Wohnzimmer kriechend schleppen müssen, um an das Festnetz zu kommen. Also war Glück im Unglück. Ich hatte auch die Wasserflasche dort stehen, deswegen habe ich direkt erstmal was getrunken. Ja, und dann habe ich halt da unten gehockt und habe gemerkt, mir wird irgendwie schlecht. Mein Kreislauf kackt gerade ab. Naja, gut, mache ich ihn jetzt. Und dann habe ich halt überlegt, also mein Mann war gerade, sage ich mal, im Auto unterwegs und ich wollte ihn nicht anrufen, damit er nicht zu schnell fährt. Und dann habe ich halt meine Mutti angerufen, ob sie vorbeikommen kann, möglichst schnell, weil ich echt dumm gestürzt bin und ich echt Schmerzen habe und ich nicht aufstehen kann. Die kam dann auch relativ schnell, war total blöd, weil sie war kurz vorher erst da gewesen. Ja. Naja, und Moment. Ja, und dann habe ich da halt so gelegen und dann hat sie mich auf einen Stuhl gesetzt, also hochgehoben. Da ist mir sofort wieder schlecht und schwindelig geworden. Ach, Verzeihung, ich bin so müde. Ja, dann habe ich mich auf einen anderen Stuhl mitgelegt. Also ich habe dann so auf zwei Stühlen gelegen und das Bein haben wir auf einen dritten gelegt und ja, da habe ich dann erstmal gelegen, bis es mir einigermaßen ging, dass ich mich aufsetzen konnte. Und ich hatte mich halt die ganze Zeit, also mein Mann war dann mittlerweile auch zu Hause und ich hatte mich aber die ganze Zeit geweigert, den Notarzt zu rufen, weil ich gesagt habe, dass ich noch nichts im Magen habe. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt in die Notaufnahme fahre, dann kriege ich eine ganze Weile nichts zu essen und das ist für den Kreislauf ja auch nicht so toll. Ja, und dann habe ich mir, obwohl mir schlecht war und obwohl es mir echt nicht gut ging, habe ich mir dann noch was vom Mittagessen da reingezimmert. Einfach nur so ein bisschen, dass ich halt irgendwas im Magen habe. Naja, und dann haben wir überlegt, ob wir mich so irgendwie ins Auto kriegen, aber das wäre nicht gegangen. Also ich konnte wirklich überhaupt nicht aufstehen, ich konnte dieses Bein nicht bewegen, es war einfach so, so schmerzhaft. Und da haben wir es dann halt auch wirklich gelassen und haben gesagt, ja, okay.
wir rufen jetzt den Notarzt. So, dann kamen die hier an, die Sanitäter. Der hat sich das angeguckt. Das Knie war auch schon, ja, doppelte Größe von dem anderen. Also, es war schon ultra krass geschwollen. Und da habe ich aber halt gedacht, weil das so über dem Knie war, da wird halt wohl ein Band irgendwie betroffen sein, was so quer rüber geht oder so. Keine Ahnung. Ich bin jetzt biologisch auch nicht so super bewandert. Also anatomisch. Naja. Und er meinte auch, ja, dieses Geräusch, was ich gehört habe, das hört sich nach Kreuzbandriss an. Und ja, dann habe ich so eine Vakuumschiene da drum gekriegt und dann haben die Verstärkung angefordert und haben mich dann zu viert hier in so einem Tuch rausgetragen. Das war die einzige Möglichkeit, wie wir hier irgendwie rausgekommen sind. Hier stand ja auch der ganze Flur voll, ne, mit Streu und was weiß ich. Also normalerweise ist da natürlich viel mehr Platz, aber der Hamster war ja da. Der hat sich wahrscheinlich auch gedacht, was ist denn jetzt hier für ein Aufruhr? Bin einen Tag da und dann ist hier so ein Heckmeck. Ja, naja, und dann bin ich dann dort rausgeliefert worden. Dann standen da echt so zwei Sanitätswagen und dazwischen ein Auto eingekeilt. Und ich dachte mir nur so, Gott, du musst echt immer auffallen, ne? Und ja, und dann sind wir halt, das ging alles noch, ne? Die waren super lustig, die kamen auch an und haben das Essen gesehen und meinten, ach cool, Mittagessen ist fertig, hast du wenigstens noch was gegessen? Und ja, also die waren super nett und es war auch echt eine lockere Atmosphäre und da habe ich auch noch Späßchen mit denen gemacht, aber spätestens im Krankenhaus war ich dann so ein bisschen, naja, resigniert, möchte ich es nennen. Ich war dann im Röntgen und alle, die irgendwas gesehen haben, haben gemeint, ja, das könnte ja ein Kreuzbandriss sein. Ist auch nicht schön, aber ich dachte, also ich bin bis zu dem Zeitpunkt davon ausgegangen, dass ich am selben Tag wieder zu Hause bin. Ja, dann kam mein Mann, der hatte sich dann dort durchgefragt. Ja, und dann kam der Arzt und der sagte dann auf einmal, ja, das ist eindeutig gebrochen. Und dann habe ich gesagt, wie, was gebrochen? Ja, sie haben sich das Schienbein gebrochen. Und dann habe ich gesagt, hä, wieso jetzt das Schienbein? Das war ja über dem Knie geschwollen. Und dann hat er mir halt erst erklärt, dass das hinter der Kniescheibe, also so genau wusste ich das auch nicht, hinter der Kniescheibe treffen der Oberschenkel und der Unterschenkelknochen aufeinander und haben so Gelenkflächen, weil wir das ja immer beugen. Und bei dieser Gelenkfläche ist bei meinem Schienbein sozusagen hier die eine Ecke abgebrochen. Und das ist halt hinter dem Knie. Und auch da bin ich immer noch davon ausgegangen, ich kriege jetzt einfach einen Gips und dann gehe ich wieder nach Hause. Und dann sagte er halt einfach nur, ja, Sie müssen jetzt eine Weile im Krankenhaus bleiben, wir müssen Sie operieren. Und das war für mich das, also der absolute Super-GAU. Ich habe super krasse Angst vor Narkosen. Und ich habe dem auch gleich gesagt, ich will keine Vollnarkose, nur Spinal. Und dann hat er gemeint, ja, ist gar kein Problem. Dann sage ich, nee, ich meine das ernst. Ich krieg Panik, wenn sie mir das nicht hundertprozentig versichern, dass ich keine Vollnarkose bekomme. Nee, das können wir wirklich machen, ist kein Problem. Okay, da war ich schon mal ein bisschen beruhigt, aber auch nicht so richtig, weil ich mir dachte, ich will nicht operiert werden, so eine Scheiße. Und ja, also da war ich echt bedient. Und dann habe ich ihn gefragt, wie lange ich im Krankenhaus bleiben muss. Und dann meinte er, na, wenn alles gut läuft, könnte ich vielleicht am Dienstag, also es war Sonntag, am Dienstag operiert werden. Und dann wäre ich vielleicht Ende der Woche wieder zu Hause. Also eine Woche soll ich einplanen, mindestens. Und da habe ich gedacht, oh nein. Also ich war so, oh nee, ich hatte einfach übelst schlechte Laune in dem Moment. Kann ich das gar nicht sagen, wirklich. Also ich bin super ungern im Krankenhaus. Ich meine, wer ist gerne im Krankenhaus, aber nee. Ich hatte dieses Jahr eigentlich schon genug Krankenhaus. Ja, dann bin ich auf Station gekommen, dann haben die sich das angeguckt, dann habe ich die Schiene bekommen. Und als es ruhig gestellt war, ne, da war auch alles okay. Also solange das ruhig gestellt war, tat es nicht weh. Und dann war alles okay. Also da brauchte ich jetzt auch keine Tabletten oder so. Ja, dann hieß es, dass ich frühestens Donnerstag, nee, frühestens Freitag operiert werde. Und wenn Donnerstag eine OP abgesagt werden sollte, weil irgendwer nicht kommen kann, dann könnte ich Donnerstag operiert werden. Aber nur dann. Und früher auf keinen Fall. Okay, da habe ich mich also drauf eingestellt, weil Mittwoch war Feiertag, dass ich dort bis Donnerstag rumliege.
und war super genervt und wehleidig und ach, keine Ahnung, ich war einfach schlecht drauf, wie gesagt. Und ja, Dienstag früh geht dann die Tür auf und dann sagt die Schwester, ja, nichts mehr trinken und essen, Sie kommen heute in den OP. Also es war alles ziemlich ad hoc immer. Ja, dann durfte ich nichts essen und dann bin ich irgendwann in den OP gekommen. Ich muss mal ganz kurz mein Bein gerade hinlegen. Und ja, dann bin ich in den OP gekommen und das war an sich auch alles echt okay. Also ich war halt wach und nur unten rum sozusagen betäubt. Ja, gab ein paar Momente, wo ich schon ein bisschen Angst hatte, aber die OP an sich war nicht so schlimm. Also das Schlimmste für mich war, als der Sichtschutz noch nicht hing, ich schon betäubt war und sie mein Bein so hochgehoben haben, um das mit Jod einzupinseln. Das fand ich echt eklig, weil ich habe gesehen, dass mein Bein hochgehoben wird und ich habe es einfach nicht gespürt. Also das war so, ich sehe das, aber ich spüre es nicht. Da ist mir irgendwie voll schlecht geworden. Das fand ich echt eklig. Und da habe ich auch gesagt, boah, ich kann nicht mehr hingucken, ne? Und ja, dann haben sie auch den Sichtschutz dann ja aufgebaut und dann war ja auch okay. Und von der OP habe ich halt einfach gar nichts mitbekommen. Also ich hatte Kopfhörer auf und ja, auch so. Also ich habe ja nichts gefühlt. Es ist voll okay gewesen. Ich kann auf jeden Fall diese Spinalanästhesie jedem empfehlen. Ich war danach jetzt auch nicht kaputt oder musste brechen oder keine Ahnung, was halt bei Vollnarkosen so passieren kann. Ich war halt einfach nur ein bisschen gerädert von der ganzen Situation. Aber das ist ja bei anderen auch so. Ja. Naja, ich habe eigentlich nur eine Sache mitbekommen. Und zwar, als die die Schrauben festgeklopft haben. Das habe ich halt so ganz weit weg. So, das überträgt sich ja über den Rest des Körpers. Also ich habe das so ganz weit weg irgendwie gemerkt. Aber es war jetzt nicht so, als wenn das an mir passiert. Also eher so, als wenn jemand einen Nagel in die Wand schlägt und du legst daneben die Hand an die Wand, dann merkst du diese Vibrationen vom Klopfen ja auch. Also so ähnlich war das. Aber mehr habe ich da nicht mitbekommen. Ne? Das war halt voll unspektakulär, muss man jetzt wirklich mal so sagen. Also stellen sich die Leute, glaube ich, immer schlimmer vor, weil wie gesagt, du kannst da Kopfhörer draufkriegen und dann ist okay. Und ja. Ich glaube, beim Nähen habe ich dann auch noch mal so zwei Stiche ein bisschen gemerkt. Jetzt nicht schmerzhaft, ich habe einfach nur gemerkt, dass da was passiert. Also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich war halt wirklich einfach komplett taub. Ich habe da gar nichts mehr gemerkt. Ja, und das war auch voll okay. Und dann bin ich dann auch raus und ich habe auch zwischendurch die Augen zugemacht und dachte, ich schlafe jetzt eigentlich gleich ein. Ja, aber dann kam der Anästhesist nach der OP zu mir und meinte, ja, also hat sich voll Sorgen gemacht, hat die ganze Zeit überlegt, ob er mir was spritzen muss, dass ich wieso. Und dann hat er gemeint, na, weil mein Puls die ganze Zeit über 140 war, und also 1,5 Stunden lang. Und ich habe so gedacht, okay, so habe ich mich aber gar nicht gefühlt. Ich dachte, ich schlafe gleich ein. Wie passt das denn zusammen? Voll komisch. Ja. Und auch die Tage nach der OP war mein Puls noch mega hoch. Also der Ruhepuls lag so bei 90, 96 meistens. Also keine Ahnung. Sie haben gemeint, das kann schon mal vorkommen. Aber es war trotzdem komisch, weil ich habe halt normal nicht so einen hohen Ruhepuls. Also ich bin eigentlich eher immer so mit niedrigem Blutdruck und normalem Puls unterwegs. Und deswegen, ja, war alles ein bisschen eine Sondersituation. Ja, dann habe ich ja noch ewig rumgelegen im Aufwachraum, weil ich war ja schon wach. Aber die müssen dann gucken, dass deine Gliedmaßen wieder Gefühl kriegen. Ja, dann liegst du ja auch 1,5 Stunden rum. Also die meiste Zeit hat man halt einfach nur gewartet und rumgelegen. Das war halt so voll langweilig einfach. Und ich wollte dann halt auch einfach nur noch aufs Zimmer und schlafen und meine Ruhe haben. Und ich hatte halt voll Hunger, weil ich den ganzen Tag nichts essen durfte. Ja, und dann durfte ich aber auch nach der OP nichts essen, damit ich eben nicht breche, weil das. Also wenn man was isst, kann das dann trotzdem passieren, dass einem übel wird. Und ja, toll. Also musste ich bis zum nächsten Tag warten. Ich konnte raushandeln, dass ich ein paar Löffel Apfelmus essen durfte. Ja, naja. Und dann kamen die Schmerzen. Ich kam aus dem OP und habe gedacht, das Schlimmste habe ich überstanden. Aber dann kamen die Schmerzen. Und dann habe ich gedacht, boah, hätte ich mich doch nicht operieren lassen. Der Bruch hat weniger wehgetan als diese OP-Schmerzen. Also wirklich wahr. Das war echt so unangenehm. Das Ding ist, ich kann durch meine Intoleranzen, ich habe ja eine ASS-Unverträglichkeit, das bedeutet, ich kann so gängige Schmerzmittel und Opioide nicht nehmen.
also keine Ibu zum Beispiel und ja, eben auch keine Opioide. Und deswegen konnten sie mir diese standardmäßigen Schmerzmittel nicht spritzen. Ich vertrage halt nur Paracetamol. Ich weiß nicht, wie gut ihr euch auskennt, aber Paracetamol, es hilft, aber es ist halt eher so nicht für starke Schmerzen gedacht, sag ich mal so. Also, es war schon grenzwertig. Ich habe dann zum Abendbrot, habe ich eine Paracetamol bekommen und die hat gar nichts gebracht, ne? Also, ich habe gar nichts gemerkt und ich habe denen das dann auch gesagt und dann hieß, also habe ich schon wirklich nach 2 Stunden geklingelt und habe gesagt, ich halte es nicht aus. Können Sie mir nicht bitte einen Tropf geben, dass das halt irgendwie schnell mal besser wird? Und die Nachtschwester war aber halt mit 33 Patienten alleine. Und ich kann verstehen, dass die gestresst war. Aber ich kam halt frisch aus dem OP. Ich war komplett fertig. Ich musste auf Toilette. Ich konnte mal nicht aufstehen. Ich habe freiwillig die Bettpfanne genommen. Ich weiß nicht, ob euch das vielleicht verrät, wie schlecht es mir ging. Ich habe freiwillig die Bettpfanne gewählt, weil ich einfach solche Schmerzen hatte. Und dann hat sie, also ich finde, eine Bettpfanne ist halt ultra erniedrigend. Ich weiß nicht, wie es anderen damit geht, aber es ist halt nicht schön. Und wenn man das freiwillig macht, ganz ehrlich, dann muss es einem schon sehr schlecht gehen. Und ich habe dann halt wirklich gesagt, geben Sie mir bitte einen Tropf mit Paracetamol und dann aber auch gleich 1000 Milligramm bitte. Und dann hat sie gemeint, ja, wir können Sie ja hier nicht sinnlos zupumpen. Und ich dachte mir, Alter, ich komme hier aus einer OP. Ich habe eine Paracetamol bekommen. Ich habe Schmerzen. Und zwar so richtig. Und ja, ich habe ewig mit ihr rumdiskutiert. Und ich war halt, wie gesagt, übelst fertig. Und sie war halt super unfreundlich, weil sie so gestresst war. Und ich habe dann halt nur da gesessen und geheult, weil ich einfach, ich hatte Schmerzen. Und ich habe das Gefühl gehabt, die einzige Person, die mir helfen kann, die hasst mich. Also so habe ich das Gefühl gehabt. Also es war wirklich eine ultra beschissene Nacht. Das war so schlimm. Und ich habe dann halt, also sie hat dann irgendwie gesagt, naja, sie haben ja zum Abendbrot erst eine Tablette bekommen und in einer Stunde können wir vielleicht mal drüber reden. Da war die Tablette ja schon 3 Stunden her. In einer Stunde können wir vielleicht mal drüber reden, ob sie einen Tropf bekommen können. Ja, ich extra 2 Stunden gewartet, da war es dann um 12 nachts. Und dann habe ich geklingelt, habe gesagt, tut mir leid, ich muss nochmal mit Ihnen über diesen Tropf verhandeln. Ich halte es nicht aus. Mir tut, ich habe so Schmerzen. Und dann hat sie gesagt, naja, ich gehe ihn holen und war halt super genervt und so hat mir den angeschlossen. Und dann habe ich halt gesagt, damit ich sie nicht nochmal rufen muss, können wir dann vielleicht nochmal die Bettpfanne benutzen, weil das Gefühl ist ja auch nicht gleich wieder richtig da, ne, wenn du da betäubt bist und so. Und da hat sie gemeint, nee. Das machen wir jetzt nicht, dann reißen sie sich hier bloß irgendwas raus und ja, also sie war super unfreundlich, wie gesagt, das fand ich so toll. Alle anderen dort waren super entspannt und super freundlich, aber ja, was soll ich machen, ne? Also ich habe nicht so oft geklingelt, aber in der Nacht nach der OP halt doch schon ein bisschen öfter, weil ich mir jetzt selber nicht helfen konnte. Also ich konnte mich kaum bewegen, ich konnte mich nicht mal aufrecht hinsetzen, also es weiß ich nicht. Also es war echt einfach ziemlich uncool alles. Ja, und am nächsten Tag habe ich dann mit einer anderen Schwester, ich habe auch irgendwie echt durchgängig geheult ständig. Also ich kann euch das gar nicht sagen. Jeden Tag im Krankenhaus, ich habe nur geheult. Ich war so unglücklich. Und dann kam irgendwann zufällig eine Schwester rein, als ich gerade am Rumheulen war, weil ich habe das eigentlich immer gemacht, wenn keiner im Raum war. Und hat dann auch gemeint, ja, das sehe ich aber nicht gerne, wo der Schuh drückt und so. Und hat sich dann übelst viel Zeit für mich genommen. Die war total cool. Und ich habe ihr das dann halt alles gesagt, dass mich das auch so frustet mit meiner Nervenerkrankung. Ich habe das ganze Jahr dafür gearbeitet, dass ich wieder richtig laufen kann, dass ich besser laufen kann, dass es vorangeht, dass ich meine, ich habe mich von 300 Meter Maximaldistanz am Tag, habe ich mich halt auf, sage ich mal, 5 Kilometer hochgearbeitet. Und das war echt hart. Es war richtig, richtig hart. Also es ist einfach ultra anstrengend, laufen zu lernen. Ich kann euch das gar nicht sagen, ne? Das ist, du brauchst so viel Disziplin und das, du musst so durchhalten und du musst halt auch wirklich dranbleiben. Und dann breche ich mir das Bein. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, wie deprimierend das ist. Ich habe auch wirklich direkt, als es passiert ist, war mir klar, wenn jetzt da was kaputt ist, dann ist der ganze Fortschritt von dem ganzen Jahr weg. Und dann fängst du wieder bei Null an.
Das ist mir auch direkt bewusst geworden. Ich habe auch schon, als ich hier gesessen habe in der Küche, habe ich schon direkt angefangen zu heulen. Habe zu meiner Mutti gesagt, ich möchte nicht mehr. Ich möchte das einfach nicht mehr. Ich möchte gerne die Zeit zurückdrehen. Es soll wieder alles in Ordnung sein. Ich war richtig verzweifelt. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ich war wirklich richtig, richtig verzweifelt. Und dann liege ich dort im Krankenhaus und erzähle dir das alles so. Und dann habe ich gesagt, und ich habe so Schmerzen gehabt und in der Nacht und hö. Ja, und dann hat sie halt mit mir dann besprochen, dass ich halt wirklich zu jeder Mahlzeit 1000 Milligramm Paracetamol kriege, also zwei Tabletten. Und dass ich dann abends zum Schlafen auch nochmal welche krieg. Und ja, das war ziemlich nett. Also ich fand es richtig schön. Ich habe dann direkt einen Tropf gekriegt. Und als ich dann diesen Pegel hatte, war es erträglich. Die Schmerzen waren nicht mal weg. Aber sie waren erträglich. Also, wenn schon 8 Tabletten Paracetamol am Tag nicht reichen, um die Schmerzen komplett wegzukriegen, ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, das waren einfach die schlimmsten Schmerzen, mit die ich in meinem Leben so hatte. Das ist in den Top 3 auf jeden Fall. Boah, und ich habe gesagt, wenn Kinder kriegen weniger wehtut, dann habe ich jetzt keine Angst mehr davor. Es ist alter Falter. Also, das war wirklich, es war echt grenzwertig. Ich habe solche Schmerzen gehabt für 3 Tage, selbst als ich Paracetamol dann genommen habe, durchgängig und diesen Pegel hatte, kamen die Schmerzen ja immer nach den paar Stunden mal so ein bisschen zurück und die waren so stark, ich konnte nicht mehr geradeaus denken. Ich konnte nicht mal Handynachrichten beantworten, weil einfach dieser Schmerz so übermächtig war. Du hast nur noch diesen Schmerz im Kopf gehabt. Also. Unfassbar einfach. Eine Es tat einfach so weh. Ich habe das völlig unterschätzt. Ich dachte, ja gut, also wenn die OP vorbei ist, dann ist alles super. Ja. Naive Sani. Naive Sani. Ich habe dort gelegen und dachte, Alter, das war echt der größte Fehler meines Lebens, mich operieren zu lassen. Ja, schön war es nicht, aber ich habe es überstanden und dann konnte ich zum Glück am Freitag schon heim. Es hieß eigentlich, dass ich erst den Montag danach heim soll, weil ich noch einmal Physio mehr kriegen sollte, weil durch den Feiertag ist ein Physio weggefallen und am Wochenende passiert ja dann nichts. Aber dann war der Chefarzt zur Visite da und meinte dann halt so, ja, dann können Sie ja heute Nachmittag nach Hause, so am Freitag. Und ich habe mir so gedacht, ja, gut, dass mein Mann Urlaub hat, weil wie macht man das sonst? Ja. Also war schon ultra mies und da ich das jetzt wirklich 6 Wochen gar nicht belasten darf, bin ich ultra ängstlich. Also mit Krücken mache ich nur, wenn Menschen dabei sind und mich auf den Seiten trotzdem zur Sicherheit stützen, weil ich ja durch meine Nervenerkrankung auch so wackelig bin und Gleichgewichtsprobleme habe, ist mir das viel zu unsicher. Deshalb hat mir die Chirurgin, der habe ich das erklärt. Und die hat mir dann auch einen Gehbock verschrieben und der ist so genial. Also Leute, ganz ehrlich, wenn ihr unsicher seid, scheut euch nicht davor, einen Gehbock zu nehmen. Das Ding ist echt Gold wert. Das ist das Beste, was ich tun konnte, weil ich konnte viel besser in die Dusche und so. Es ist einfach. Also das Ding, ne? Richtig gut. Und ja, damit komme ich ganz gut zurecht. Und wie gesagt, habe ich hier meinen Schreibtischstuhl, mit dem rolle ich dann hier so durch die Gegend. Ja. Und ansonsten muss ich das Bein halt viel hochlegen. Also sobald ich das irgendwie ein bisschen runter mache, dann wird das halt dick und tut weh. Und ja, also die Lymphe kann halt nicht abfließen, ne? Ist ja klar. Alles ein bisschen anstrengend. Nächste Woche bekomme ich dann schon die neue Orthese. Da kann ich das dann 60 Grad beugen, das Knie. Und dann 2 Wochen später, glaube ich, 90 Grad. Und dann ist es frei. Und dann muss ich die Orthese zwar noch ein bisschen tragen, aber dann ist zumindest, kann ich das Bein dann mal anwinkeln, weil es ist echt anstrengend, wenn das die ganze Zeit gerade ist. Super nervig. Ja, aber sieht alles gut aus. Also auch die Naht und so, ich habe mir das ja angeguckt. Es erinnert so ein bisschen an Rouladen, sag ich immer. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man Rouladen so mit Bändeln, also mit so Schnüren zusammenschnürt. Ich finde so ein bisschen Ähnlichkeit hat die Naht damit. Ich weiß nicht, warum da alle auch drüber lachen mussten. Ich habe mir das angeguckt und ich habe direkt an Rouladen gedacht. Ja, also das sieht alles ganz gut aus. Ist auch nichts rot, nichts entzündet, alles supi. Ich bin jetzt auch ein Cyborg, also dort sind mehrere Schrauben drin und eine Platte. Und das Loch, weil der Knochen ja so ein bisschen zusammengestaucht wurde, das Loch, was sozusagen entstanden ist, als sie das wieder korrigiert haben,
haben sie mit einer Knochenspende aufgefüllt. Das heißt, also ich danke diesem Menschen, von dem ich diesen Knochen habe. Ich weiß nicht, ob man tot sein muss, damit man eine Knochenspende gibt. Oder ob man das auch bei Bewusstsein machen kann. Ich habe keine Ahnung. Ja, also unbekannterweise sende ich mal ein Dankeschön raus in die Welt, an alle Menschen, die irgendwie Knochenspenden geben, weil sonst hätte ich da ein Loch. Und das wäre nicht so gut. Also, das ist schon ziemlich gut gewesen. Alternative wäre gewesen, das aus meinem Beckenkamm zu schneiden. Und ich habe gesagt, no way, ich mache nicht an einer anderen Stelle in meinem Körper was kaputt, um irgendwo was zu reparieren. Das macht für mich wenig Sinn. Und ich wollte einfach nicht noch eine Wunde haben. Gut, dass ich das so gemacht habe, echt. Also, ne. Also der Chirurg, der meinte, dass die meisten Leute sich für den Beckenkamm entscheiden, weil sie sich nicht damit anfreunden können, fremdes Knochenmaterial im Körper zu haben. Wirklich? Würde mich mal interessieren, was würdet ihr machen? Würdet ihr fremdes Knochenmaterial nehmen oder würdet ihr das aus eurem eigenen Beckenkamm rausschneiden lassen? Schreibt mir das mal in die Kommentare, es würde mich super krass interessieren, weil ich das echt nicht glauben kann, dass die Mehrheit sich das nicht vorstellen kann, fremdes Knochenmaterial in sich drin zu haben, aber dafür was aus sich selbst rausschneidet. Also, für mich stand das gar nicht zur Debatte. Also, ich war von Anfang an, wusste ich werde nicht an meinem Körper noch was kaputt machen. Ich nehme natürlich das fremde Knochenmaterial, ist ja auch gereinigt und so, ne? Das ist ja nichts, was abgestoßen werden kann oder so. Also, keine Ahnung. Ich habe da auch kein Problem damit. Ich fühle mich jetzt nicht so, als hätte ich da irgendwie einen anderen Menschen in mir drin sitzen. Das ist einfach Knochen. Also, es würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Vielleicht hat das auch manchmal Glaubenshintergründe oder so. Keine Ahnung. Ich kriege halt. Oder ich habe über das Jahr regelmäßig fremde Antikörper gespritzt bekommen. Vielleicht ist mir das auch mittlerweile einfach egal. Keine Ahnung. Ich fand es auf jeden Fall spannend. Ja, auch so das Ganze mitzukriegen mit dem OP. Ich wurde halt noch nie operiert und die meisten Leute sind da ja auch nicht wach. Aber das alles zu sehen, das war schon echt interessant. Ist krass, was das für eine Maschinerie dort ist und ja, wie eingetaktet das dort läuft und wie viele Räume das sind, wo gleichzeitig operiert wird. Das ist echt super krass. Ja, also ich habe das jetzt einmal ausprobiert. Ich brauche das nie wieder im Leben, sag ich euch ehrlich. Also es war jetzt nicht super dramatisch schlimm, außer die Schmerzen. Aber ich brauche es echt nicht gleich wieder. Also gar nicht mehr. Ich möchte das nicht nochmal haben. Muss echt nicht sein. Ja. Naja, und dann war ich halt zu Hause und ach, ich habe einfach nur geschlafen und ich war super unzufrieden. Ich bin immer noch super unzufrieden und ich bin jetzt halt eine Weile raus, auch aus der Arbeit logischerweise, weil ich gar nichts belasten darf. Also ich muss ja auch den Tag über ständig schlafen. Hilft jetzt alles nichts. Und ja. Bisschen ärgerlich, aber es ist jetzt nicht zu ändern. Ne? Also muss ich jetzt durch, habe ich mir selber eingebrockt, aber es ist schon etwas ärgerlich. Kann man nicht anders sagen. Vor allem so dumm. Also die meisten Leute, die mich irgendwo gesehen haben, haben wahrscheinlich gedacht, ich bin bei dem Wetter draußen ausgerutscht. Und ich war nicht mal draußen, ich war nur in meiner Küche. Ne? Ey, das ist so dumm. Und dieses Wetter macht mich ja da echt fertig, weil wenn ich raus muss, ich habe einfach super Angst auszurutschen. Könnt ihr euch ja fast vorstellen, weil ich ja nur auf einem Bein laufe und oder hüpfe. Und ja, das ist alles etwas uncool. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich nicht über Schnee freue. Normalerweise freue ich mich immer über Schnee. Vor allem, wenn es so viel ist wie jetzt, so richtig schönes Winterwetter. War ja die letzten Jahre nicht so und ich kann nicht raus und mal einen Spaziergang machen, so im Schnee. Hätte ich gerne mal gemacht, aber nö. Und ich freue mich da auch nicht drüber, weil dieses Wetter halt super unpraktisch ist, wenn man zum Chirurgen muss oder dorthin muss und dahin muss. Und ja, nervig. Sehr, sehr nervig. Und ja, Weihnachtsstimmung ist auch noch nicht so richtig aufgekommen. Das hat auch einfach den Hintergrund, dass ja. Ich kann halt selber nicht so viel schmücken, ne? Mir muss halt ständig geholfen werden.
Und den Baum habe ich angefangen zu schmücken und nach einer Etage Kugeln hängen und Beleuchtung musste ich mich wieder hinlegen, weil das Bein halt irgendwann wehtut, wenn das so runterhängt. Am Anfang hat das ja wirklich durch die Schwellung richtig waagerecht immer so nach vorne gehangen. Aber jetzt ist die Schwellung weg, jetzt hängt das so ein bisschen runter. Und dann läuft da natürlich das Blut rein und so. Und ach, also ja, ich will nicht so viel jammern. Aber vielleicht könnt ihr nachvollziehen, dass ich nicht unbedingt Zeit und Muße hatte, ultra viel zu sticken. Und selbst wenn ich gestickt habe, immer nur kurz, weil die Konzentration dann weg ist. Und ja. Also, ich hätte mir meine Weihnachtszeit schöner vorgestellt. Ich hänge auch total hinterher. Ich habe keine Ahnung, wann ich das alles machen soll. Schmücken und Weihnachtsgeschenke einpacken. Also mal gucken. Ich werde wahrscheinlich jeden Tag so ein Geschenk einpacken und dann bin ich Weihnachten fertig. Also ist vielleicht gutes Vorhaben. Aber oh, ich sag euch, also so nervig. Und dann habe ich mir ja bloß das Bein, also bloß das Bein gebrochen und trotzdem bin ich kaum am Sticken. Aber wenn es einem nicht gut geht, ja, ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Ich habe jetzt doch ganz schön lange geredet, hauptsächlich über das Live-Update, aber ich dachte, ich erzähle euch mal das Martyrium. Tut doch gut, das mal loszuwerden. Es ist halt einfach so dumm irgendwie, ne? Oh, ich meine, am letzten Tag im Krankenhaus war ich dann auch schon wieder ein bisschen besser drauf und habe Galgenhumor gehabt. Und ich sag jetzt immer gerne, ich gehe am Stock, weil das so gut passt. Aber echt, nee. Also es hätte nicht sein müssen, ne? War jetzt irgendwie der ungünstigste Zeitpunkt dafür. Also, sofern es da einen günstigen Zeitpunkt gibt. Ja, also, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr macht nicht so einen Mist. Passt bitte gut auf euch auf bei dem Wetter. Macht bitte keinen Blödsinn und genießt die Weihnachtszeit mit euren Lieben. Das ist das Allerwichtigste. Ja. Und dann hoffe ich, dass euch mein Türchen gefällt und ich euch vielleicht am Ende des Monats oder dann Anfang Januar wahrscheinlich ein Monatsupdate zeigen kann. Mehr wird es wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr geben. Ich weiß noch, also gut, ich weiß nicht, wie es mir gehen wird oder wie viel Zeit ich haben werde, aber ja, meine Tage sind jetzt irgendwie so ein bisschen entschleunigter, sage ich mal so. Und ja, ich wollte eigentlich eine VIP-Parade machen und auch nochmal eine Stash-Reise, so wie letztes Jahr. Aber ja, ich glaube, das mache ich erst im neuen Jahr. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Ich danke euch, dass ihr immer noch hier seid. Es sind auch ein paar Abonnenten dazugekommen. Also wir steuern ganz straff auf die 900 zu. Und ich verspreche euch, dass wenn wir die 900 dieses Jahr noch knacken sollten, dieses Jahr gibt es wahrscheinlich kein Gewinnspiel mehr, aber ich werde ein Gewinnspiel machen dann nächstes Jahr. Und wie gesagt, die Stash-Reise und auch die VIP-Parade und sowas, also so ein Jahresrückblick 2023, der kommt dann halt vielleicht ein bisschen verspätet im neuen Jahr. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung, weil dieses Jahr packe ich das einfach nicht mehr. Ich kann nicht meinen Mann die ganzen Stickprojekte runterholen lassen. Also, wo soll das hier alles hin? Ich hab jetzt schon alles vollgestellt hier. Also, habt bitte Nachsicht mit mir und ich werde mich jetzt wieder hinlegen. Ich weiß nicht, ob ihr es merkt, aber ich bin einfach jetzt ein bisschen kaputt, ein bisschen anstrengend. Aber ich wollte mich, wie gesagt, sehr gerne doch nochmal persönlich melden und die Zeit, die ich jetzt hier habe, nutzen. Also, ich wünsche euch einen schönen zweiten Advent dann diese Woche. Einen guten Wochenstart natürlich und ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder. Macht's erstmal gut. Passt auf euch auf. Bis bald. Tschüss.